So, hallo Freunde, willkommen wieder zurück zu meinem Let's Battle Mario Kart Wii Part 2. Steve Raylos will es immer noch wissen und im ersten Part hast du ja wirklich kläglich versagt. Sag Steve, wie fühlst du dich? Irgendwie, naja, nicht so super. Nicht so super? Aber wir du haben wirst ja es gesagt, mir jetzt sicher zeigen. Ja, wir haben ja jetzt gesagt, wir fahren wieder ein Grand Prix, aber wir haben ja gesagt, wir fahren diesmal mit Charakteren, mit ganz anderen Charakteren. Genau, wir fahren jetzt mal mit Charakteren, mit denen wir überhaupt nicht wirklich umgehen können und da fällt mir auch wirklich nur mal einer ein, der so richtig, richtig schlecht ist, zumindest bin ich richtig, richtig schlecht mit dem Typen. Bei mir auch. Vor allem wird er jetzt sicher zu fett für sein Bike sein. So. Dass das nicht zusammenbricht, ne? Ja, dass das nicht zusammenbricht. Na, das ist stahlverstärkt. Das ist spezialverstärkt. So. Gut. Na dann. Nochmal. Jawohl. So. Und es ist, wir fahren auf. Haha! Peach Peach! Auf Peach Peach. Peach Peach. Peach Peach Peach. Ein Strand voller Pfirsiche. Yeah, ich bin Knochenboss und du bist Funky der Monkey. Ja, Mann. Funky mit seinem Arsenal, ne, aus Donkey Kong 64. Wow, ich glaube, Knochenboss ist so fett, der kriegt keine Turbo-Start hin. Kann irgendwie sein, weil ich habe ihn gerade voll versaut. Du fährst da lang, ich fahr hier lang und Turbo-Boost! Ja, das sind diese dämlichen Cutter-Quarks aus Super Mario Sunshine, die sind so scheiße nervig. Wow! Ja, die können nerven. Nein! Ah, haha, bist du in eins reingefahren? Nein, ey! Ich bin Nein, zu ey! Was dann? Um mich zu bewegen, bin ich zu fett. Tja, du fährst eben einen fetten Funky Kong. Dabei ist er gar nicht so fett, er hat noch viele Muskeln. Knochenboss ist auf jeden Fall fett, obwohl er müsste eigentlich abgenommen haben. Der ist ja jetzt nur noch bei Knochen. Aber ich denke mal, Bowser hat von Natur aus schwere Knochen. Das sieht man ja auch. Ich verstehe gar nicht, wie Knochenboss überhaupt noch leben kann, aber... Ich sag immer, Frage bei Videospiel nicht nach Logik. Mann, du bist ja voll weit hinten, du bist ja so schlecht. Alter. Na? Wenn man jemanden als schlecht beleidigt, dann ist das richtig fies. Ja, ich weiß. Hey, was denkst du von mir? Ich fahre Knochenbowser, ich bin fies. Knochenbowser ist nicht fies, er hat gar kein Gehirn mehr, er kann gar nicht fies denken. Na und? Er hat aber fiese Knochen. Fiese Knochen. Er hat fiese Knochen. Bei ihm ist alles böse, sogar seine Knochen. Also, beschwer dich lieber bei wem anderen. Bei Beschwerden füße gibt das rote Formular aus. Und verloren. Ah, hey cool, jetzt krieg ich endlich mal diesen Turbosprint hin. Oh, ich habe schon gewonnen! Ich dachte, ich habe noch gar nicht gewonnen, ich habe gewonnen! Hey echt jetzt, ich dachte, wir fahren noch eine Runde. Wie geil. Ich hab schon gewonnen. Was war los mit dir? Sag doch auch mal was. Du machst böse Tricks. Ich mach böse Tricks. Ja, ich bin böse. Ich bin Knochenbowser. Na gut, dann machen wir jetzt mal einen... Hey, ich weiß, ich nehme mal meinen Lieblingsquiz von Mario Kart DS. So. Mal sehen, ob er drankommt. Hey, du nimmst meinen Quiz von vorhin. Haha, aber wir fahren auf Piazzale Delfino. Oh yeah. Ich finde, das ist eine coole Strecke. Hast du gerade gefurzt? Nein. Du hast gerade gefurzt in einem Let's Battle. Schäm dich. Ja, mit dem Mund. Mit dem Mund, ach so. Ja, das kann ich dir jetzt glauben oder auch nicht. Wow, ist das. Denkst du, ich halte mein Mikrofon extra an den Arsch? Um ja. Hey, also, dann müsste ich ja Yoga können. Ich, ich habe gerade eine Turbo-Boost hingelegt mit Bowser, aber der hat wirklich nicht lange angehalten. Also ich glaube, Knochenbowser ist wirklich zu fett. Boah, Alter, wie du... Boah, Alter, du hast mich voll gegen die Wand zerquetscht. Ja, ich hatte gerade eine Turbo-Wheels. Tja. Alter, Funky Kong kann nicht lenken. Oh, ja, vielleicht weil er eine Sonnenbrille trägt und nicht sehen kann. Vielleicht deswegen. Ja, daran wird's wohl liegen. Dann kann's gut. Und ich habe mich gerade selbst mit meinem grünen Panzer abgeschossen. Ey, ist das dumm. Das ist doch richtig dumm. Oh, und die Brücke geht hoch. Uiuiui! Oh yeah! Na warte! Und frisst das! Au! Der Knochenboss freut sich sogar! Der sagt so! Oh. Yeah! Fiese Schnitte! Fiese Schnitte! Wer ist hier eine Schnitte? Ich bin Knochenboss, ich hab keine Schnitte! Bist du eine Knochenmilchschnitte? Eine Knochenmilchschnitte, ja! Genau das bin ich!
Wow, warum bist du auf einmal so langsam? Weil ich irgendwie gerade gegen die Wand gefahren bin, glaube ich. So, ich denke doch nicht nach, wo ich gegenfahre. Ich fahre einfach. Bam! Hey, was war das denn? Ich habe noch zwei davon. Ach, tatsächlich. Ach so, du hast drei Turbo-Pilze. Verstehe. Mann, ich knalle voll gegen den Marktstand. Na, diesmal scheinst du ja besser zu sein. Du bist mit Funky Kong besser als mit, ja, mit deinem Mii. Mit meinem Mii. Mit deinem Mii. Ich hab meinen Mii gar nicht genommen, aber egal. Oh, haha, stimmt ja. Oh, Mann, ich bin so vergesslich, ich weiß gar nicht, was du im vorigen Part genommen hast. Diddy Kong. Diddy Kong, ach ja. Ist nicht mal mein Main, aber egal. Ja. Hey, du fährst ja trotzdem wieder einen Kong, aber mit dem bist du irgendwie besser. Ja, oder vielleicht, ich bin mit... Vielleicht liegen mir die schweren ja doch besser, sollte ich mal im Spiegelcup versuchen. Ja, oder ich bin einfach mit Knochenbowser viel, viel schlechter, das kann auch sein. Ey, komm, ich fahr das allererste Mal. Ich donner nämlich gegen jede Häuserwand, gegen jede verfickte Häuserwand. Ich fahr das erste Mal mit Funky, also. Ja, ich fahr auch das erste Mal eigentlich mit Knochenbowser, also. Naja. Aber ich glaube, diesmal hast du gewonnen. Könnte man sagen. Ich glaube, ich weiß es sogar, dass du schon gewinnst. Außer ich krieg jetzt hier noch so einen Stachelpanzer, aber. Ich glaube, Stachelpanzer kann man. Den kann ich bekommen. Und. Oh! Boah, klopft dir gegen die Brust, Funky, du hast gewonnen. Hey, wir haben jetzt genau gleich viele Punkte. Warum habe ich eigentlich das goldene Wii-Wheel? Ich glaube, weil du ziemlich oft mit Wii-Wheel fährst im Online-Modus, glaube ich, dann kriegt man das. Ach so, obwohl ich erst zum dritten Mal online irgendwie aktiv bin. Ach so, keine Ahnung. Oder vielleicht geht das auch wegen dem normalen Grand Prix. Also im Einspieler-Modus. So, Moment. Es ist aber eigentlich nur fair, dass ich einmal gewonnen habe, dann erhöht das wenigstens ein bisschen meine Laune. Ja, ja. Ja, genau. Und dann kannst du dich wenigstens. Oh nee, die ist voll fies, die Strecke. Dann kannst du dich wenigstens toll fühlen. Oh geil, Peach Schloss dann. Okay, die ist auch ganz nett. Mit aber der ganzen Mondstraße ist richtig fies. Ich hasse die Autos. Ich weiß. Ich wollte eigentlich extra eine Strecke nehmen, um dich zu nerven, aber naja. Dieser Garten hier ist auch okay. So. So schön beruhigende Musik, ne? Ich mag die Musik. Ich find's ja auch ganz nett. Warum fahre ich eigentlich durch die Blumen, weil ich eh total langsam bin? Das war gut. Weil du es kannst. Weil ich es kann, genau, weil ich es gerade gemacht habe. Naja. Ich gebe auch zu, ich bin ein total mieser Mario Kart Wii Fahrer. Ja, jetzt auf einmal, wo du hinten bist, ne? Ja, ich habe die ganze Zeit angegeben, ja, ich bin der Beste und jetzt auf einmal, ach, ich bin ja doch gar nicht so gut. Ich weiß. Naja, das ist mein. Mann, warum fahre ich immer gegen die Blumen? Die Blumen, ich will gar nicht gegen die Blumen fahren. Du bist so ein Hippie. Ja, eigentlich sollte Funky der Hippie sein. Knochenboss ist einfach nur fies. Ey, durch so einen fiesen Monty Maulwurm. Ah, jetzt fühle ich mich gleich wieder besser. Ich bin ja doch gut. Ich bin ja doch gut. Tja. Aber das Gute ist, das hat eine richtig gute Beschleunigung, dieses Auto. Nee, ein richtig gutes Gesamttempo, so war das. Das heißt, er beschleunigt langsam, aber hat ein richtig gutes Gesamttempo. Ja. So, diesmal fahre ich nicht durch die Blumen. Ich bin ja nicht doppelt bescheuert. Hey. Mann, ich knall immer gegen die Wände. Ich glaube, Bowser steht auf Wände, der bumst gerne Wände. Habe ich das Gefühl. Boah, Kettenhund, aufpassen! Er bohrt ein Loch und fickt die Wand. Genau. Hey, es könnten noch kleine Kinder zusehen, aber egal. Aber egal. Leute, denkt... Wir alle wissen, in Österreich gibt's keine Zensur. Genau. Also Leute, denkt, was ihr wollt, aber so ist es nun mal. Hey, voll gegen Banner. Oh yeah! Na warte, jetzt krieg ich dich. Oh yeah! Oh yeah! Du kriegst mich never ever. Wenn das die letzte Runde gewesen wäre, hätte ich schon gewonnen, aber es ist ja noch eine Runde. Aus dem Weg! Get out of my way! Das immer? Ich weiß nicht, wie man diesen komischen... Das sage ich mal lieber nicht, sonst hast du das auch. Hey, fies Mann. Na warte. Turbopilz eingesetzt. Hehe. Edge-Badge. Hä, was hast du gesagt? Rülpser? Rülpser. Ja. Chunky Rülps. Tiny Rülps doch nicht, diese Mädchen. Mann, ey! Wieso fahre ich immer gegen die Wand? Knochenbowser steht echt auf Wände. Mann, ey. Ich glaube, du gewinnst. He is boring a Loch und ficking die Wand. He is boring a hole and fucking the wall. Oh, fuck. Nein!
Mann, du! Eieieiei, das war knapp! Scheiße, Knochenboss ist so scheiße! Oh Mann. Chunky, Funky hat an der Seite seines Wagens so ein lächelndes Face von ihm draufgeklebt. Auch nicht schlecht. Na warte, jetzt krieg ich dich aber. Du gehörst mir. Diesmal. Jetzt kommt das entscheidende Duell, ne? Mhm. Diesmal bist du ja wirklich besser. Naja, dann. Nehmen wir mal eine ultimative Stage. Hey, ich weiß auch eine ultimative Stage. Ich meine, so ultimativ ist sie jetzt auch nicht, aber sie ist schon ganz schön fies. Boah, nee, Vulkankrollen hasse ich. Bitte nicht. Yeah, danke. Die Waluigi-Arena ist auch cool. Ja, die ist wirklich cool. Das ist eigentlich auch eine meiner liebsten Strecken aus Double Dash gewesen. So. Show me what you got. I got skill. I got skill, ja. Yeah. I got also skill. But you got a fat car, I got a bike. Boah, das war fies, Mann. Ey, du Anus. Du bist so ein Affen-Anus! Funky ist voll der Affen-Anus. Alter, wie Funky abgeht, wenn der so Turbo kriegt. Ja, naja, der ist halt ein richtiger Hippie. Ey, ich hab voll Rückspiegel gemacht, das wollte ich gar nicht. Boah, voll Rückspiegel, ich hab nicht voll Rückspiegel. Voll Rückspiegel, wo du eigentlich vor mir bist. Oh Mann, voll gegen das Feuer gefahren, ist das dumm. Oh Mann. Na, warte. Bowser's Evil Test. Knochenboss ist übertest, musst du wissen. Er hat ja ein bisschen abgenommen. Aber nur ein bisschen. Oh yeah, Stachelpanzer für den Win! Man kann hier doch Stachelpanzer bekommen. Oh fuck. Yeah. Also sagen wir so, Stachelpanzer ist so eine Hassliebe bei diesem Item. Wenn ich einen Gegner damit treffe, dann liebe ich den Stachelpanzer. Aber wenn mich ein Gegner damit selber trifft, dann hasse ich den Stachelpanzer natürlich. Wuhuhu, ich hab gerade von Funky Kong gehört. Oh yeah. Oh man, das war schon wieder Funky der Monkey. Mann ey, und immer hier mit seinen blöden Bananen. Warte. Turbo Boost. Oh yeah, so, und diesmal auf die Flammen aufpassen. Ah, Vorsicht! Ich glaube, ich mache zu selten diese Spezialboost hier. Wow, ich bin schon wieder voll in den Dreck gefahren. Jetzt gib doch mal Gas! Meine Fresse, du bist echt zu fett zum Fahren. Er hat einen guten Knochen, was hat schwere Knochen? Und so ist das normal. Ja, yeah, he's evil and fat. He's evil and fat. Ja, ich krieg dich ja sowieso nicht mehr. Vor allem, weil die roten Panzer alle zerbrechen. Ich krieg dich ja eh nie. Ich glaube, du hast diesmal auch Glück gewonnen. Naja, ich hab meine Revanche bekommen. Oh, verdammt, wieder voll die Banane hier. Mann, ey. Ich hasse das Spiel. Das Spiel ist scheiße. Jetzt auf einmal, ne? Natürlich. Sowieso. Ja, du hast eh schon zu viel gewonnen, aber ich muss dich auch mal gewinnen lassen, damit du dich toll fühlen kannst. Ja. Ich muss dich auch mal verlieren lassen, damit du dich nicht so. Damit cool ich mich findest. Nicht so toll fühlen kann, was? Ja. Bam. Oh, und du siehst noch was über Ärger. Der schlägt immer voll auf den Motorradlenker. Bowser hätte wohl nicht das Auto haben sollen, was ich habe, weil wenn er darauf geschlagen hätte, dann wäre da vorne ist nämlich der Motor, dann wäre das irgendwie kaputt gewesen, der Wagen. Er muss sich mal vorstellen, so da der Motor ist da so, da so Scheiße, bam! Oh fuck. Hey, du hast gewonnen. Du hast mich diesmal besiegt. Glückspunsch, sie haben ihre Revanche erhalten. Na dann. Vielleicht sollten wir sogar. Darauf einen Trüffel. Was? Darauf einen Trüffel. Darauf einen Trüffel, genau. Ich würde sagen, wir werden auch den Part beenden, aber wir machen vielleicht sogar noch einen dritten Part, weil nämlich es jetzt ein Unentschieden gibt. Einmal habe ich gewonnen, einmal hast du gewonnen, das können wir doch so nicht stehen lassen, oder? Oder machen wir es ganz anders. Wir machen als nächstes einen Part, wo man Wettkämpfe gegeneinander macht. Ganz genau. Und das wird aber ein komplett neuer Part, also das wird nicht Part 3, das wird jetzt kein Race in dem Sinn, das wird einfach ein Challenge-Mode. Ja, also. Aber der ist eher aus Spaß, sagen wir, das Rennen ist unentschieden ausgegangen, aber der Challenge-Mode genau. Ist nochmal einfach zum Spaß. Genau, und wer den Challenge-Mode gewinnt, der ist der wahre Sieger. Also, der ist einfach cool. Freut euch schon mal drauf, wir sehen uns dann beim Challenge-Mode wieder. Tschüss!